Ich weiß noch bei dem letzten Konzert, das war so, wir haben wirklich gemeinsam einen Raum der Versenkung aufgesucht und plötzlich während des Konzertes verschwand auch das Klavier irgendwie. Es war ein ganz eigenartiges Gefühl, was ich seitdem in der Form nur ganz selten gehabt habe. Wenn so in einer sprichwörtlichen Sternstunde alles zusammenkommt, dann ist nichts mehr da. Das Klavier ist nicht mehr da, du bist selber nicht mehr da, das Publikum verschwindet, sondern man verströmt, man wird irgendwie eins mit der Musik. Und das waren Momente, die ich mit Hermann Prey sehr oft hatte. Diese Fotos entdecken wir bei Recherchen in den USA. Es sind Probenfotos vor seinem letzten Konzert in San Diego. Die Fotografin Martha Hart schreibt uns über ihre Erinnerung an ihn. Er war bereits 68 Jahre alt, aber er sang mit der Kraft, dem Ausdruck und der Hingabe eines jungen Mannes. Ich war zutiefst berührt und wusste doch, er singt das letzte Mal.